Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Chris und wir starten heute mit Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben ja vor kurzem auch die anderen Sherlock Holmes Teile gespielt, beziehungsweise Devil's Daughter. Deswegen habe ich festgestellt, die Spiele sind wirklich, wirklich gut. Chapter 1 soll wohl nochmal eine Schippe drauflegen und eine wunderschöne Open World haben. Ich bin gespannt. Das Spiel kam heute raus, am 16.11. Und ja, ich würde sagen, neues Spiel. Und wir fangen an. Ich sollte den Rezeptionist nach meinem Zimmer fragen, okay? Ich spiele das Ganze auf dem PC, in Epic und, ja, vollste Grafikauflösung quasi. Mit einer 2080 Ti. Und mit dem Xbox-Controller. Schauen wir mal. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Keine deutsche Sprachausgabe, wusste ich zum Beispiel nicht. Die anderen Teile hatten das. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Ich finde, der Sherlock sieht sehr, sehr... Wollte sagen, leckt das? Aber nee, läuft. War nur gerade. Er sieht sehr, sehr neuzeitmäßig aus. So, willkommen im Spiel. Benutze Dingsbums, um dich zu bewegen. Ich mache mal die Kamera jetzt nicht woanders hin. Da steht halt nur ein Tutorial, was ich drücken muss. So, da können wir mit ihm reden wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ach doch, ah. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Okay. Hallo Abendfee, herzlich willkommen. Ja. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. Guten Tag. If you need something, sir, please inquire at reception. Ja. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? Okay. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, no. I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Kommt mir das nur so vor? Oder reden die teilweise sehr schnell? Das hört sich teilweise vorgespult an. So, 122, habe ich das richtig verstanden? Your room is upstairs, sir. Number 221. Fängt ja schon gut an. 221. Also, Chat, bitte immer aufpassen. Ich brauche eure Unterstützung im Spiel.
Aber ich muss sagen, bis jetzt sehr schick. Sehr, sehr schick. So, ich freue mich, nächste Woche habe ich dann endlich meine 3080 Ti da drin. So, kommst du mit? Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Tolle Aussicht. So, 221. Der Typ sieht gruselig aus. Ach. Jo, lass dir schmecken, Tex. Bis später. Bis später, Alligator. So, was war's? 25? 21? 21 war's. Matze schreibt 25. Kann man eigentlich auch rennen? Oha, was ist das denn? Kamera. Oh, da rennt er. 25? Mhm. 22, 21. Ja, guck mal hier. Da steht er schon vor der Tür. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Ah. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Okay. Let's check what they have on offer. Was sie auf der Speisekarte haben. Aber Leute, ich werde wohl nicht so viel rennen gerade, weil... Sieht ganz schick hier aus und man kann ja noch ein bisschen mal... Man muss ja nicht immer so durchsprinten. Finde ich. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir gerne mal mitteilen, aber ich finde, man kann auch mal hier ein bisschen... entspannt die Lage angehen. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Hab ich schon mal in echt gegessen? Habt ihr schon mal in echt gegessen? Schmeckt mega lecker. Hey Sherry, just our luck. So, was ist denn jetzt? Wo ist denn die Speisekarte? A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? I... sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Der war voll strange, der Typ. Aber wie schnell er mich gemalt hat. Klamotten von ihm könnten aus Final Fantasy sein. Das stimmt allerdings, wa? Also ich sehe das ja bei dir, daher habe ich ein wenig Wahl, wie ich mir das anschaue. Wie meinst du? If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Tisch für heute Abend. Können wir hier irgendwie... Ich hätte gern die Weinflasche mitgenommen. Ein Tisch für heute Abend. Sehe ich eigentlich die Quest im Kompass oben? Nö. Nö, sehen wir nicht. Okay, dann gucken wir uns mal um. Ein Tisch für heute Abend, der muss doch dann aber irgendwo... Kann ich den denn reservieren? Gibt es denn eine Karte oder so? Fallmap oder Fallmappe gibt's. Hier ist eine Karte. Gucken wir mal. Toll. Bin einfach nur da drin. Da gibt es die ganzen Straßen. Oha. Okay, das ist eine etwas größere Map. Ich bin gespannt.
Hab auf jeden Fall Bock. Wie gesagt, Devil's Daughter war schon richtig nice. Aber wo kann ich denn einen Tisch reservieren? Bei dem Dude hier vielleicht? Hey Dude. If seafood's not to your Mensch, der labert immer das Gleiche. Everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Das ist true. Ja, Mein Tisch für heute Abend reservieren. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. What are you waiting for? Put the dish down so we can tuck in. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Was schwebt dir vor? Ah, man kann dann auch Entscheidungen treffen, was man antwortet. Bin ich ja mal gespannt. Alter, Matze. Hallo, Seidi, willkommen. Anstatt YouTube schreibt dein Handy YouPorn. Interessant. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Warum sollte ich mich darum kümmern? Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Let me take a look. Also Matze, wenn ich You eingebe, macht mein Handy nicht automatisch You-Porn draus. Also schwierig. Schwierig. Aus der Nummer kommst du nicht raus so einfach. Gedrückt halten zum Inspizieren. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven from the old English name meaning garlic place. Okay. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Als Schlagwaffe. The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. So. Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne die Fallmappe, hefte mit X einen relevanten Hinweis an und sprich mit jemandem. Versuch's nun mit dem Gehstock. Okay, da haben wir die Fallmappe. Der gefundene Gehstock. Der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist erstaunlich detaillierte Gravur in Form eines einer Knoblauchzwiebel auf. Höchstwahrscheinlich das Familienwappen des Besitzers. Als Griff dient der Kopf auf goldenen Javanerstücke. Okay, das ist das, was wir gerade alles gehört haben. John möchte, dass ich den Besitzer finde. Um dieses bewerkstelligen, muss ich die anderen Gäste in der Lobby fragen, wer von dem Tisch gesessen hat. John erklärt sich bereit, einen freien Tisch zu suchen. Achso, das sind einfach nur die... So. Okay, da kann ich jetzt aber nichts weiter. Also X für Dingsbums anhelfen. Ah ja, jetzt haben wir das rechts oben quasi. Angetackert. Interessant. So. Dann die anderen Gäste mal fragen. Gucken wir doch mal. Wieder Details, um mehr zu erfahren. Naja. Kann das jetzt mal bitte wieder verschwinden? Could you help me? Of course. Stop me when you've had enough. Vor uns saßen drei Personen an einem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist. Aber der Marineoffizier hat wohl in den Vorgarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even ja, zu dem passt das. Senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Drücke RB für den Konzentrationsmodus.
griechische Bürokratin. Freundlich. Starke Raucherin. Oha. Das ist ja nice. So, in den Vorgarten. Wie komme ich denn da rein? Wo muss ich da hin? Da ist jemand, guck mal. Griechischer Abenteurer. Strikt beruflich. Freundlich. Können wir den ja mal fragen. May I ask for your assistance? Excuse me, what? I'm not sure I know. Vorgarten. Was hat Angst vor Tieren? Ist wohlgesonnen. Ein Richter. Sekretär. Ist ein Anwalt. Okay. Halt was, oder? Pensionierter Offizier. Can you satisfy my curiosity? My dear fellow, you're talking to the right man. Ehrenamtlicher Offizier Mr. Rhodes war mit dem ehrenamtlichen Pärchen an einem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie zur Medium aufgemacht haben. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Okay. Ich finde das ein bisschen übertrieben, wie groß das jetzt rechts angetackert ist. Das ist schon ein bisschen. Guck mal, sieht man jetzt oben die Mission im Kompass wenigstens? Nee, auch nicht. Auch nicht. Gut, dann eben nicht. So, wir können das ausklappen. Ich muss den Ehrenamt im Marino befinden und im Vorgarten. Das habe ich doch gemacht. Der Gehstock gehört einem englischen Adligen. Ich könnte die anderen Gäste fragen. Der Gehstock ist ein englischen Adligen. So, die kann man... Französische, arabischer. Ist aber ganz nice, dass man das so scannen kann. Aber wo muss ich denn da hin? Wo ist denn das Ding? Sehe ich das vielleicht on the map? Johns Tagebuch, Geschichte. Dunkle Rituale auf dem Friedhof. Oder was? So, warte mal, Fallmappe. Da. Können wir antackern. Wette mit John. John meinte, dass der ehemalige Marineoffizier, der an unserem Tisch gesessen hat, war beim ersten Versuch, wie ich es sehen kann. Das Ding ist, es muss ja auch ein Pärchen sein, richtig? Es muss ja eigentlich auch ein Pärchen sein. Aber ich weiß aber gar nicht. Da darf ich nicht rein. Ich weiß aber gar nicht, wo das ist, was die meinen, dieses, ihr wisst schon. Weil wir hier oben waren ja nur. Es hieß nämlich. Französisch. Schwedisch. Französisch. Was ich nicht verstehe ist. Karte setzen. Kurdisch. Oh, Englisch. Vielleicht wollen wir die mal fragen? Ja, komm, wir fragen die mal. Is this familiar to you? I'm so sorry. I can't help you, sir. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ich hab einen Stock im Arsch. Bitte gehen Sie weiter.
Der da sitzt. Scheiße. Is this familiar to you? I can't help you with that, sir. Warum wollen die denn alle nicht mit mir reden? Was ist denn mit denen? Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. Are you able to help me? Sorry, but I never heard of this. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Help me, please. Apologies, sir, but I've never heard of it. Hey, was ist das für ein Quatsch? Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Can I ask you a question? I can't help you with that, sir. Verstehe ich gerade nicht. Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. This isn't working. You might need a different tack. Neuer Eintrag in seinem Tagebuch. Sherlock weiterhin jeden Passanten das gleiche fragt, drehe ich durch. Merkt er denn nicht, dass das so nicht funktioniert? Die Leute schauen uns schon schief an und das natürlich... Was? Er soll die Passanten nicht mit merkwürdigen Fragen belästigen. Halt. Wir schaffen es, Jerry stets eine Antwort auf die Frage erhalten. Gibt es dabei doch einen Stolperstein? Faszinierend. Ich weiß, dass Jerry das macht. Ich wette, ich würde genau den richtigen Passanten fragen, aber er würde mich wohl ignorieren. Er schafft es. Ich hätte die Wette... billiger machen sollen, zum Beispiel. Das Ding ist, ich... May I ask for your assistance? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Vielleicht den am Dresen? Your room is upstairs, sir. Number 221. Sag mal, da oben waren wir. Hä? Nicht der Einzige, der auf dem Schlauch steht, Chat? Oder habt ihr eine Idee? Ask for your assistance? Sir, I don't know. Try asking someone else. Ich raff's gerade wirklich nicht. May I ask for your assistance? I'm so sorry. I can't help you, sir. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk.
Kann den Gehstock seinem Besitzer zurückgeben. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Ich raff's gerade wirklich nicht, was die von mir wollen. Ehemaliger Systemesaurus war der arme Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumspielt hatte. Womöglich sie mitzunehmen, als sie zur Seance des Mediums gemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst dieses Medium-Scheiß da aufzusuchen. Aber wo ist das? Ich raff ja nicht mal, wo das ist. Drin? Oh, Alter. 5 Stunden später. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered truepenny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ich kann nichts anderes antworten. Wollene gerötete Haut. Reich und modebewusst. Ich komme nicht weiter runter. Ach doch, jetzt. Da ist der Knoblauch. Ja, das ist doch der... Oha, der prügelt sich immer. Schlug vor kurzem jemanden. Was soll ich machen? Danke, Engländer auf Kur. Gelangweilter englischer Adliger. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring. Naja, das. So, ausgehend von dem Wappen auf dem Siegelring, großer Sicherheit sagen, dass der Mann Cave ist. Ein gelangweilter reicher Engländer, der auf ganz Europa bereist und verschwenderisch, blablabla. Sein aufgedunster und rotlicher Haut nach zu urteilen. Hat er ein Alkoholproblem. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine, give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine, I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah, it was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble.
The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed. Perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Okay. Geister der Vergangenheit, neuer Fall. Würde ich sagen, gucken wir gleich mal hier, nicht? So, erstmal das Zimmer. Drücken Sie, Hier können wir uns umgucken. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Larranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm? The ghost was here, Sherry! Fünf Hinweise? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Aber weiter komme ich nicht rum. Warum ist Eiert das da so? Irgendwas übersehen? Weiter rum kann ich halt auch nicht. Jemand noch eine Idee? Keine Ahnung. Mysteriös. Beim Stuhl ist auch nichts.
This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. I wonder what this mirror could have witnessed. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Ich glaube, der war das tatsächlich nicht, du. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. So, jetzt gucken wir mal. Also hier fehlt mir halt noch eins. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Ich dachte eigentlich eher, warum ist das hier so umkreist? Ich habe gedacht, das Blut hier vielleicht. Wenn das Blut sein soll, aber... Das Plasma haben wir und die Jacke haben wir. Kann hier rotieren, aber nur bis hierhin. Mal da irgendein Hinweis. Also ich komme auch nicht weg vom Tisch. Vier von fünf. Ich habe keine Ahnung, Leute. Echt nicht. So, Gedankenspiele haben wir da. Ausgehend vom Wappen auf dem Schwingungen Gehstock. Okay, das ist er. Die Aussage des Mediums Luca. Das Medium Luca hat erklärt, mit dem er verschwinden konnte. Seine Aussage zufolge beschwor er den Geist. Welcher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was genau vorgefallen ist, aber ein Geist war jedenfalls nicht für den Schlag in Lukas Gesicht verantwortlich. Vielleicht kann der Mann, der ihn geschlagen hat, Dunkel ins Licht bringen. Was wollen die denn immer mit Gedankenspiele? Da. Ah ja, Geister der Vergangenheit. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. War das denn so? Ja, war so. Das war so. Kommen wir hier raus? Naja. Ah, schön hier mit den Blütenblättern. Angie, der alte Mann scheint die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Sein Bienenstock wird der gute Honig weggenommen und eine Biene nach der anderen geht ein. Ich glaube nicht, dass noch viel Honig zu retten ist. Wenn wir dem Schwarm bleiben, müssen wir... Hey?
Pinstock. So, und was ist mit dir hier los? Do you know anything about this? Excuse me, what? I'm not sure I know. Nicht, dass ich etwas weiß. So, was haben wir noch so? Aber wie gesagt, schön mit den Blütenblättern. Okay, also dass sie gegenüber vom Fenster saß, das stimmt. Das heißt, das klicken wir schon mal, sperren wir schon mal. Das Medium, Luca, ist im Besitz einer Branche einer Motte. Ist das seine? Ja. Was? Deutet über den Tisch auf etwas und begann zu schreien. So, da musst du wieder diese Dingsbums machen. Deutet zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während es jemanden im sah. Ja, das denke ich auch. So. Den Diamantendiebstahl bemerkte, schlug der ins Gesicht. Aber das passt auch nicht zusammen. Okay, man muss halt wieder. Man muss halt wieder. So, guck mal, die hat dann dahin gezeigt. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Das ist gar nicht so einfach. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. Also ich feiere das ja, wenn das nicht so einfach ist, aber. The feebleness of women. I didn't take the diamond, I swear. Stuff only. Und hier drüben ist noch so ein Dude. Wer ist er denn überhaupt? Englischer Abenteurer. Da wird die aufgeschlossen. May I ask you something? Excuse me, what? I'm not sure I know. Man hier noch irgendwas? Nee. Hey, Entschuldigung, haben die hier jemanden rauskommen sehen? Are you able to help me? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Dann bist du wieder hier draußen. Was für Hinweise soll man denn noch finden? Sie hat aufs Fenster gezeigt. Fehlt halt hier dieser eine Hinweis, hundertprozentig. Aber ich weiß nicht was. Muss ich hier rotieren? Gedrückt halten geht nicht. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. So, das ist eigentlich so einfach und ich übersehe das. Das ist doch ein Test, Junge! Hey, Devius!
komme ich denn zu der Ehre? Dankeschön, Digi. Vielen, vielen Dank. Devius, hilf mir mal. Du bist doch so ein Schlauer. Das kannst du doch vergessen. Das erste Rätsel wird doch nicht so ein schweres sein, oder? Was macht immer so? Hier irgendwo drüber komme, wo das sein würde. Ist das in der Mitte? Geht aber nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Larranaga cigar. What else does a gentleman need? Trotzdem vielen Dank, Devius. Ich verstehe das nicht, Leute, wirklich nicht. Ist mir a little bit too high. Also was will der mir auch mit der Mitte sagen? Da ist ja auch so ein Ding in der Mitte, aber was, hä? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Wenn ich jetzt schlussfolgere, das ist auch dumm. Warum steht zwar Schlussfolger an? Das Medium Luca ist im Besitz der Brosche mit einem Motiv. Vielleicht kann mir der weiterhelfen, der... Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Das Ding ist, vielleicht kann ja der Mann, der ihn geschlagen hat, Licht ins Dunkel bringen. Aber hier, es heißt doch, dass er dem Medium ins Gesicht geschlagen hat. Ich zerbreche mir richtig den Kopf gerade. I wonder what this mirror could have witnessed. Quite a display for the tremulous visitor. Also irgendwas übersehe ich und ich weiß nicht was. Das ist doch was unterm Tisch, oder? Oder ist das der Tisch? After colliding with the wall, this chair is all but in pieces. I didn't take the diamond, I swear. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Bestimmt irgendeine Spielmechanik, die ich gerade noch nicht gerafft habe. Das sind halt die Geschichten, ja, ja. Notizen. Okay, das ist Quatsch. Fallmappe. Altgeister der Vergangenheit. Aussage.
dass er mir einen Diebstahl vorlegt. Ich konnte mit einem logischen beeindrucken. Er glaubt, dass ich einen Diamanten finden kann. Der Stuhl wurde mit großer Wucht umgestoßen. Nee, ist nicht bei dem Bewusstsein. Und nun? Mir fehlt genau ein Hinweis, ey. Und das ist der hier irgendwie. Und ich raff's nicht. Das kann doch nicht sein, Leute. Bin ich zu blöd dafür? Jetzt mal ehrlich. Zweifel gerade an mir selber. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, das haben die doch nicht mal erklärt. Ghost of the Raja. Sagen wir jetzt nichts zu, okay? Lassen wir einfach so stehen. So. Ein Zeuge oder ein Komplize, ich sollte mich nach Spuren umsehen. Gedankenspiel. Also ich sollte mich nach Spuren umsehen. Das werden wir mal anheften. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Aber das Ding ist. Naja. Frischer Kratzer. Was? Oh, ein Absatz. Also eine Frau. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Hallo Maria, Grüße. Da sind die Fußspuren. Da ist der Schuh. Size 4 with a broken heel. Rose de Moor. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Hmm. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Mm-hmm. Help me, please. Oh yes, I can tell you everything, sir. Das Personal sagt, dass das Dienstmädchen Luca von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen wurde, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Oben bei den Gemälden, wo sie putzt. Also da putzt sie. Die habe ich, glaube ich, schon gesehen. War das die hier? Die ist weg. Hä? Da. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Holmes. Sherlock Holmes. Ah, nee. Chris. Sherlock. Chris. So.
Wir werden mal lügen, die ist mir zu misstrauisch. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it now. Should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? Aha. I'm Lucia. Lucia Siletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Siehste, die ist nämlich Fame-geil, nennt man das. Fame-geil. Fame-Hure. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. Aus der Brust? I pressed closer against the okay. window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl. Das Medium war es. Tease. She'll dream about being the character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Es kam aus seinem Mantel kam quasi dieses Plasma-Gedüms als Ablenkung und er hat ja die Hände nach dem Vieh ausgestreckt und hat damit den Diamanten entwendet. Aktueller Stand jetzt. Hallo Nicole, willkommen im Stream. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. So. Genügend Hinweisen kann Sherlock. Ja, wir werden jetzt nur nochmal Gedankengedings machen. Also kann ich nicht. So, mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem wirbelnden Symbol. Es ist auf jeden Fall viel, viel komplexer als die Teile davor, finde ich. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, wird sich noch zeigen. Warte mal, vor. Da. Muss die richtig positionieren. Nee, hier saß die nicht. Hier saß der Typ. Oh, woher weiß ich denn, wen ich jetzt hab? Hier muss der... Nee. Hier muss der Typ rein. Da. Hier muss sie hin. Und hier muss der Stuhlwerfer hin. So. Bestätigen. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites.
If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Die hat das selber versteckt. Die hat das selber in ihren Griffeln. In ihren Griffeln hat die das selber. Die war das selber, die Alte. Die wollte ihren Mann bestehlen. Ha! Überführt, ne? So, 26. Aber das war... Doch, das war hier irgendwo. Ja. Lady Craven is not who she... Was, was, was? Was? Ist nicht, wen sich vorgibt? Ey, erzähl nochmal. Erzählt sie das nicht nochmal. Klatsch und Tratsch kann dir bei dem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder dir sogar zu deinem neuen Fall verhelfen. Nutze jeden Charaktergelegenheit, um zu belauschen. Halte A gedrückt. Wow, jetzt habe ich sie schon unterbrochen. Weil ich ein Ohrsymbol sehe. Lady Craven is not who she seems. Küchenchef stiehlt Essen. Viele Gäste diesen Sommer. Kann nicht mit Fischmesser umgehen. Sohn hat schlechten Umgang. Preise steigen wieder. Macht Ehemann betrunken. Oh. Was, war das jetzt richtig oder falsch? Lady Craven is not who she seems. Ach so, habe ich nur eine bestimmte Zeit. Läuft eine Zeit ab. Hä? Habe ich immer noch nicht gerafft. Bin ich heute so blöd dafür oder was? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Nach unten verwerfen, nach oben übernehmen. Nach unten verwerfen. Viele Gäste diesen Sommer. Macht Ehemann betrunken. Alter, wie viel muss man denn da? Ja, würde ich auch sagen. Das ist besser. Was? Lady Craven is not who she seems. Ach so. Remember her behavior. Hallo Ocean Carty, Grüße. Alter, aber wie viel schnell musst du da entscheiden? Ja. Nein. 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 Ja. Wie, ist falsch oder was? Alter, das ist voll schwer. Klatsch und Ratsch kann dir Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Was denn nun noch? Was mir jetzt sagen, kann ich mit dem Fischmesser umgehen, ist richtig. Okay. Lady Craven is not. Das würde ich sagen, nicht, das nicht. Da muss es ja das nur sein. Wirkte angespannt und machte den Mann betrunken. Alter, was? Hallo, Ragnar. Ich hörte mir an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber. Boah, Spekulatius wäre jetzt so geil. Dass womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihr Beobachtung zufolge hatten sie am Abend angespannt gewirkt und versuchte Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatte zudem bemerkt, dass Lady nicht mit einem Fischmesser umgehen kann. Okay. Erneuter Eintrag im Mutti-Heft. So, Gedankendingsbums.
Hab mir doch gesagt, ja. Okay, Kati, weiter aufpassen. Oha, besoffen schon wieder. Oha, der hat die umgebracht. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Jesse, vielen, vielen Dank. Aber wer will nochmal, wer hat noch nicht? Neue Runde, neues Glück. Jesse, vielen, vielen Dank für 28 Monate Resub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, wo ist das Medium gerade? Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. So was halt witzig ist. You already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Wisst ihr, was witzig ist? Dass dem geht's gar nicht darum, dass seine Geliebte tot ist. Dem geht's nur darum, dass er nicht in den Knast muss. Was mit der Alten ist, ist ihm scheißegal. Ja. Aber ich glaube ihm tatsächlich, ich glaube, er war es nicht. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht das Dienstmädchen war. Weil sie Schiss bekommen hat. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Ja, das weiß ich auch. 5 Hinweise schon wieder. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? Several thousand pounds, that's quite a fortune. Das war der Schmetterling. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Virtus audacta sapit, courage tastes bold. A unique family motto. The mystery deepens,
a victim with a checkered past and poor taste. A remarkably simple lock. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Okay. Also ich muss sagen, macht schon wieder genauso Spaß wie der Teil davor. Es ist aber ein bisschen komplexer tatsächlich. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Mal mit der Maus, geht besser. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Jemand gesucht. Guck mal, die hat eine Gabel dabei. Warum hat jemand eine Gabel dabei? Gewürgt. Strangled with bare hands, judging by the bruises. I think she stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Nee, das, sie war das auf keinen Fall. Okay, wenn ich habe Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach ihrer Tätigkeit bezahlen wollen. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen werde. Und jetzt, da meine Unschuldige bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Aber da steht ja gar nicht, von wem das ist. Deine Handverletzung? Kann ja das Medium nicht sein, weil das Medium hat ja nur eine gebrochene Nase und nicht eine Handverletzung. Hallo Mieze! Das ist keine Gabel, das ist ein Dingelhopper zum Haarekämmen. Ah, okay. Für mich ist das eine Gabel. Aber win-win, man hat eine Gabel dabei und so ein Ding für die Haare. Hallo Gabax, grüße, ne? Someone was not happy with his post. Zuerst auseinandergerissen. Sehr geehrter Herr Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener freilassen, da wir keine Beweise dafür einbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen erhalten. Hey, da wurde auch ein Ring gestohlen, aber den Ring haben wir doch gesehen. War der Ring... Der Ring war doch in dem doppelten Boden, oder nicht? Also irgendwas stimmt hier nicht. Mysteriös. Moment, nee, gehen. I am needed elsewhere. So, das sind die ganzen Hinweise. Dieser einfache Ring mit Teil versteckten Schmucks, das ich gefunden habe. Er besteht aus Kupfer und sieht alt aus. Er passt nicht zum restlichen Schmuck. Ja, der wurde geklaut. Ganz einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, Mottenring passt zu der Motte da mit Dingsbums. Schadensersatzforderung, Schloss. Hey, warum ist denn hier jetzt hier doch Motto Porsche da? Besitzt Schmuck, dem Motto, müssen wir immer und haben wir gemeine Vergangenheit. Oha! Das war ja seine Geliebte. Warte mal, der Typ, also das Medium hatte die Brosche an der Jacke. Und der Ring mit der Motte war versteckt. Mhm.
So, warte mal. Die wurde erwürgt. Schadensersatzforderung. Von Lord Graham wurde Schadensersatz für das Verprügeln einer Bediensteten gefordert. Ah. Ah. Hallo, Feno. Ah, Feno. Ah. Dafür also die Schadensersatzforderung. Was denn jetzt? Hilfe will ich nicht. Dieb hängt seine Tat Dienerin an. Okay, das passt nicht. Was passt denn noch zusammen? Das. Der war gewalttätig. Lord Craven kann sich nicht beherrschen. Lord Craven, Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Okay. Was für ein scheiß Wort, bisweilen. So. Diebstahl Diamanten und der lag neben ihr. Wo war das jetzt? So. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer Mrs. Singer getötet hat, ließ den Diamanten neben ihrem lieblosen Körper zurück. Der Lord sah Mrs. Singer mit dem Diamanten. Lord Craven kehrte. Ich glaube, das ist zu offensichtlich. Ich glaube, das ist zu offensichtlich, dass der die erwürgt hat, weil er sich nicht beherrschen konnte. Ich glaube, das ist eine Falle. Nicht zusammen, lässt sich leicht knacken. Passt auch nicht zusammen. Das passt auch nicht zusammen. Haben wir jetzt alle verknüpft, ja. Das heißt, uns fehlen eh noch Hinweise. So. Wir können jetzt mal hier fragen, was mit dem Ring ist. I am needed elsewhere. Hey, warte, ich will doch den. Sehr geehrte, was denn? Brief? I doubt I can help with this. Stop wasting time. The murderer is getting away. Hä? I doubt I can help with this. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Oha. Wow, Feno. Na dann, viel Spaß beim FIFA spielen. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Emma war eine Diebin und Betrügerin. Miss Emma bestahl auf Reisen Lord Craven und machte ihn. Was? Und machte ihn glauben, dass die Diener es waren. Ja, liebe Emma, wusste. Was wusste Luca? Wenn sich Luca und Miss Emma bereits früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Luca wusste womöglich, dass das ja eine Diebin war und um den Diebstahl in die Schuhe zu schieben zu wollen. Kann man doch irgendwas machen? Emma wurde erwürgt. So, das passt ja nicht. Fallmappe. Wir müssen auf jeden Fall zu dem Dude nochmal. Wieso komme ich hier nicht raus? Zu dem. Wo war der 200? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. 225, richtig? Ein Raum weiter, sagt er. Ach ja. Aber da darf ich nicht rein, also muss ich den Typ meiner Rezeption bequatschen. So war der Plan. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
sorry. Maybe a guest noticed him. Can I ask you a question? That's a question I can answer. Ich fand einen Zeugen, der mit versichert, dass Calvin nur eine kurze Zeit an der Bar verbrachte, nachdem er das Zimmer verlassen hat. Eine kurze Zeit, aha! Lord Calvin hatte Zeit für den Mord. Lord Calvin hatte genug Zeit, um Emma zu ermorden, bevor er ich am Tatort eintraf. Genug Zeit für den Mord. Der Mörder hatte genug Zeit, Miss Emma. Nee, eigentlich nicht. Wenn man das so nimmt, eigentlich nicht. Die Wahrheit erzürnt Lord Calvin. Lord Calvin war außer sich vor Wut, als er herausfand, dass er... Aber das wäre mir zu offensichtlich eigentlich. Es ist mir zu offensichtlich. Das finde ich halt das Geile an den Sherlock Holmes Spielen, dass das jetzt so offensichtlich ist, aber du eigentlich, wenn du noch weiter drüber nachdenkst, Hinweise sammeln kannst, die dich wieder in eine ganz andere Richtung bringen. Und zum Schluss, Chat, wenn ich mir unsicher bin, dann brauche ich eure Hilfe, wa? Da müssen wir zusammen entscheiden, was wir nun nehmen. Ich brauche auf jeden Fall den Schlüssel jetzt zu dem Medium. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Oha, Leute. Oha. Das wäre mir nämlich, das ist mir zu offensichtlich gerade. Aus den anderen Teilen weiß ich noch, dass das teilweise genau dann anders war, als man es am Anfang vermutet hat. So, mein Freund. Erstmal Beweise checken hier. What hast du da? Someone is making the most of his stay. Der hat die Kohle. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or. Lieber Mr. Galici. Ich hoffe, Mr. Guy Ritchie. Ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für einen weiteren Besuch abzustatten. Seid ihr denn gelegen, zu sprechen? Ich hatte Leben so ein Gefühl verändert. Freunde der... Okay, das ist einfach nur die Einladung. Gräfin Lemore. Defenses against visitors from the great guck mal. Beyond. Da ist nämlich die Brille. A substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Für einen Hinweis ist die chemische erforderlich. Fallmappe, wähle den Hinweis aus, mit der die Fläche. Okay. Fallmappe, da, guck mal. Chemische Analyse. Aber ist schon cool gemacht, so. So, chemische Analyse, was ist denn jetzt hier? Was ist das? Man kriegt halt null Infos, was soll ich jetzt machen? Das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex. Das da reinpacken, oder was? Da muss das da hinten rauskommen. Ich raff's nicht, ehrlich gesagt. Was wollen die hier von mir? Ich kann hier halt... Mischen, was? Hilfe. Zwei Reagenzien hin... was? Hinausziehen.
kombiniert. Ändert den Reagenzwert von positiven zu negativen. Ah, okay. Jetzt muss ich quasi mir zwei Dinger suchen. Die muss ich mischen. Und dann muss das da rauskommen. Kann ich das auch wieder zurückpacken? Geht gar nicht, guck mal. Dann mach das mal mit der Maus. So, das heißt, wenn ich jetzt das und das nehme und das zusammenmische, soll das so machen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wirklich überspringen. Ja, wenn ich dann sehe, wie es funktioniert. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Zeigt, dass es die Mischung handelt. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Du bist so ein Alchemist. Ja, kannst du sehen, wie schnell ich das gerade gelöst habe. Krass, oder? Amazing. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Ah, guck mal. Das ist ja direkt das Schloss. Okay, Nebenzimmer, leicht zu knacken. Oh, schwierig, ey, wenn der das jetzt auch sein könnte. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Dünne, lange Finger. Natürlich wichtig. Ein wichtiger Fakt. Der dünne, lange Finger hat. Oh, Kratzer. Zerkratzte Handgelenke. Leicht blutenfrische Kratzer. Oh, dann sollten wir mal unter die Fingernägel von ihr gucken. Magere Statur, scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Er hat eindeutig die Hände und dünne Finger eines Diebes, der in der Kunst des Taschendiebstahls geübt ist. Mit Schminke kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor sich stattfand. Okay, ich glaube, er ist weniger ein Medium als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Masche hat er einen Weg gefunden, wohlhabenden Menschen um Geld zu bringen. Medium mit wenig Erfolg. So, was haben wir hier noch anders? Ich denke, versucht er die Zeichen einer der unter Ernährung verursachten Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen langen Finger lassen vermuten, dass er die nötigen Handfertigkeiten für Taschenspielertricks und die Umgebung versteckt und den Seelen besitzt. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schramm zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der sich vor langer Zeit stattgefunden hat. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hatte er nicht einmal genug Geld, um sich etwas zu essen leisten zu können. Hallo Sanem, was geht? Herzlich willkommen. Chat, was nehmen wir? Ist er ein Krimineller und benutzt die Dingsbums-Masche nur... Boah, jetzt muss ich halt mich entscheiden wieder für... Ich wollte das eigentlich abbrechen, aber geht nicht. Schwierig. Was machen wir denn jetzt, Chat? Erzählt mal.
Maria sagt, er ist kriminell. Wo ist Leute noch ein, zwei andere Meinungen? Ist er kriminell oder eher nicht so? Schickt mir den Text hier denn schon wieder. Schickt mir Essen, Alter. Dein Ernst? Ich hab so schon Hunger. Arschloch. Okay, Maria, auf deine Verantwortung. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please. Es war falsch, glaube ich, mit dem Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. I need to go. Vor allem, was ich witzig finde, dass er einfach nur immer rumsitzt. You always take me to the best of places, Sherry. Und nichts macht. Er ist wie eine Katze, einfach da. Ab und zu ein bisschen schnurren und das war's. So, wartet mal, ich will mal unter ihre Fingernägel gucken. Geht das? Ob sie das war. Ja, wir haben alle drei alle Hinweise gefunden, wa? Vielleicht nochmal zu der Bediensteten? Scheiße, die ist weg. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Grobes Hotelpersonal. Das Hotelpersonal kratzte Mr. Guy Ritchie. Die Kratzspuren an Mr. Guy Ritchies Handgelenken stammen von dem ruppigen Bediensteten. Ich nenne mit Absicht übrigens Guy Ritchie. Nicht, dass ihr denkt, ich kann nicht lesen. Was können wir denn noch? Schloss lässt sich gleich knacken. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Guy Ritchie hätte es leicht knacken können. Der Typ ist einfach so ein Poser. Bin auf dem Bett geregelt. Ja. Man ist aber einfach da. Schnurr, schnurr. So, jetzt können wir uns wieder entscheiden. Das Hotelpersonal kratzte oder Miss Emma kratzte. Die Kratzspuren an Lukas stammen von Miss Emma. So, und jetzt würde man quasi... Okay, es fehlen dann aber noch Hinweise. Immer noch Gedankenspiele, hä? Ah ja. Ahnte Mr. Guy Ritchie, was er immer plante? Wusste womöglich, dass Miss Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden, wer das war, Leute. Aber wir müssen den ja eh nochmal die Beweise an den Kopf schmeißen. Wir müssen dem ja eh nochmal die Beweise an den Kopf knallen. Halt, vorbeigerannt. Ja, das habe ich auch gedacht, aber man kann ihre Fingernägel nicht angucken, leider. So, wir müssen ihm jetzt erstmal die Beweise an den Kopf schmeißen.
Beschuldigen? Nee, erstmal Beweise, bitte. Und zwar hier die Phosphorsäure. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talent, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Sorry, that's beyond my expertise. The spirits are silent, and so am I. Sorry, that's beyond my expertise. This object simply isn't resonating with me. This object simply isn't resonating with me. The spirits are silent, and so am I. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. I need to go. Also Hinweise gibt's, glaube ich, nicht mehr. Jetzt müssen wir entscheiden. Das ist ein gefragtes Fischmuck. Das ist Quatsch. Warum ist der noch? Achso, weil ich den angetackert habe, richtig? Aber haben wir jetzt noch irgendeine Möglichkeit, noch einen Hinweis rauszufinden? Eigentlich nicht, oder? Ich sitze herum, bis ich fertig. Ich weiß, Jerry, was macht. Ich wette, er würde genau die richtige Passanten fragen. Bei den Gedankendingern? Ne, ist vorbei jetzt. So, warte mal, was ist denn eigentlich, wenn ich auf Mutter liebe? Das ist denn das jetzt eigentlich? Keine Hinweise. Das war der erste Fall, wa? Nee, gibt nichts, weil wenn ich jetzt hier ändere, dann geht das wieder weg. Und dann switchen wir quasi hier rüber. Dann war er das halt. Ich muss mich jetzt entscheiden, wer das war. Das ist doch eine Scheiße. Alle Hinweise erhalten, steht sogar in der Mitte. I am needed elsewhere. Guck mal, das würde Sinn machen, dass der hier durchkam, in die, so wie sie liegt. Die ist ja quasi hier erwürgt worden. Und er, wenn er hier sauer hier reingekommen wäre, hätte er die doch irgendwie hier so gewürgt, oder? Wäre doch nicht extra hier rumgelaufen. Also weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das war. Ich glaube tatsächlich, das war das Medium. Oder Chat, habt ihr noch eine... Habt ihr noch eine, Ob die Kratzer sind der nötige Hinweis, oder? Ich hätte ja gerne mal... ...noch die Bedienstete nochmal gefragt. Warte mal, ist die das? Ne, die ist das nicht. Kann ich auch nicht fragen. Aber die eine Bedienstete ist jetzt weg. Aber wenn ich alle Hinweise habe, das würde bedeuten... dass ich eh nichts mehr herausfinden kann. Ich beschuldige jetzt das Medium, oder Chat? Plus oder Minus in den Chat, wenn ihr denkt, dass das Medium das war. Halt, ich muss ja darüber. Warte mal, 26? Ach, halt. Little bit verwirrt.
Da sind die Plus. Die Plusse. Okay, Diggi, du warst das. Beschuldigen. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Ihre Kratzer überführen sie Schlösser knacken. Was? Schlösser können sie geknackt werden? Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Yes, yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us. Stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Wir hatten recht, Chat. Wir hatten recht. Sie müssen bestraft werden. Ich lasse sie laufen. Er hat die ermordet, Alter. Weil er gekränkt ist in seinem Herzen. Das ist keine Rechtfertigung für einen Mord. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. Chat, wir haben es geschafft. Vielen Dank für eure Unterstützung. We'll meet again, Holmes. I will get you. In this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you? Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Geister der Vergangenheit, Fall abgeschlossen. Ja, nice, Leute. Nice.